Okay. Na, hin und wieder muss man mal aufs Handy schauen, ob es was Wichtiges gibt. Kennt ihr sicherlich auch. Okay, da soll der Verkaufsraum hin. Was auch immer ich hier unten verkaufe. Okay, da ist schon wieder mein Weg. Das heißt, hier muss ich definitiv runter. Zu machen. Schmeiß hier Cobblestone rein. Jetzt habe ich eine Idee. Also, das ist die Höhe der Decke. Dann haben wir das hier schon mal zugezogen. Dann bräuchten jetzt ein paar Netherbrick Stairs. Ich glaube, 8 sollten genügen. Man sollte die Stairs auch auswählen. Hier wieder mit Cobblestone erstmal zugemacht. Ach Gott, dieser Raum sieht so schrecklich aus, weil er so zerlöchert ist von meinen ganzen Probebohrungen hier. Ey, hier irgendwas umzudesignen, das wird echt nicht schön. So. Wait. Drei. Vier. Gut, das passt. Dann kann ich die erstmal wieder beiseite legen. Dafür hole ich mir jetzt einen anderen Stein. Ah, lass mich nicht lügen, was Andi sieht. Ich habe keins der von mir für heute vorbereiteten Gesprächsthemen angesprochen. Ich nehme jetzt schon fast eine Stunde auf und ich weiß nicht, was ich gerade alles gesagt und getan habe. Ach, scheiße, es war Diorit. Ist ja schon irgendwie schon wieder was am Leben? Dämlichen Villager. So, jetzt habe ich zwei Ambosse mit Decken. Ich glaube, ich drehe langsam völlig durch in diesem Spiel. Hui, da kommt mir wieder meine Straße entgegen. Aber ich habe keinen der Blöcke in Flint verwandelt.
So, und das hier war der Plan, dass ich hier so eine Art Licht- und Schattenspiel habe. Der dunkle Netherstein als Gegensatz zu dem Diorit, beziehungsweise umgekehrt, der Diorit als Gegensatz zu dem dunklen Netherstein. Ich finde das schön. Oh, hier fehlt es noch. Das hier so raus. Ah, ich dort den Gang. Gut, dann habe ich hier den Verkaufsraum. Das wären dann Stonebricks. Die Wände sind aus Pökelfleisch. Ne, die sind aus Cobblestone. Scheiße, das war jetzt das Falsche. Ah, hier ist der Button. Okay, funktioniert immer noch. Na komm schon. Zieglos, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos. Das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig. So, und dann kann ich hier verkaufen. Aus der Kiste, die sowieso frei verfügbar steht. Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bose und Dirk angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon. Wer bremst, der verliert. Ah, hier ist noch Dreck. Ja, so haben wir einen Verkaufsraum geschaffen. Gut, ich ziehe das hier jetzt erstmal mit dem Diorit zu. Wobei. Muss ich bin nochmal weg. Ja, wobei. Es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch fragen? Der Diorit ist schon ganz cool. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Goal und dem Leben. Der Diorit ist schon ganz cool. Stand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja. Dann bin ich mal weg. Aber ich will es nicht überstrapazieren. Deswegen kommt der hier schon wieder raus. So, da oben schmeiße ich mal eine Fackel rein. Nicht, dass mir da oben was spawnt. Mir die ganze Zeit die Ohren wegröchelt. Was? Dangoro? Was ist denn Dangoro? Es ist schon wieder Twilight Princess Soundtrack. Ach, ich weiß nicht, was für ein Boss Dangoro sein soll. Ich bin ja gerade echt am Überlegen. Aber ich
werde nicht mehr lange überlegen müssen, denn in 5 Minuten ist die Aufnahme auch schon wieder vorbei. Ich habe heute nichts großartig angesprochen und ich habe keine Ahnung, worüber ich jetzt eine Stunde lang erzählt habe. Das ist schlimm. Eine Stunde, völliges Nichtwissen. Ja, wir werden es schon herausfinden. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, was ich hier alles erzählt habe. Ich muss gleich echt googeln, was Dangoro ist. Ich kann mich wirklich gar nicht daran erinnern, wo diese Musik gespielt wurde. War das vielleicht der Dinodorus im Eispalast? Das könnte es sein. So, da wurde ich kurz unterbrochen. Bot sich an, aber auch gleichzeitig dann nach Dangoro zu suchen. Und das ist der Wrestling-Gurone aus Twilight Princess. Jetzt kann ich hier auch mal wieder den Gravel setzen. Den wir hier so wunderschön rausgerissen haben. Dann nutze ich die letzten 5 Minuten, um hier mal die Wand ein bisschen schöner zu machen. Wie will ich die schöner machen? Ich werde hier einfach Steinblöcke, also hier diese Steinziegel reinplatzieren. Da oben kommt dann Cobblestone rein, dass das mit dem Platz da oben passt. So. Ach shit. Und hier kommen jetzt erstmal Steinziegel hin, dass das einfach sauber aussieht. So, die nehme ich mal mit. Dich nehme ich auch wieder mit. Wie viele Steinziegel habe ich noch? Ich glaube auch nicht mehr allzu viele. Aber Steinziegel sind einfach mal schöner als Cleanstone, Cobblestone und Erde. Ich meine, da drüben ist die Erde ja noch akzeptabel, aber ich weiß nicht, hier finde ich, geht die eigentlich gar nicht. Weil es da oben sieht allgemein so ein bisschen aus wie ein wilderer Bereich, aber hier, das sieht so bewohnt einfach aus. Ich finde, da gehören einfach vernünftige Blöcke rein.
Also mit dem Cleanstone hier bin ich ja jetzt auch nicht so zufrieden an der Stelle eigentlich. Aber es ist schon mal besser als Erde. Erde ist halt so wirklich richtig abartig räudig. Ich dachte gerade, da steht was. Ja. Jetzt ist erstmal wieder Cobblestone brennen. Und ich kann die Erde gleich mal wieder wegschmeißen. Diese komische Blume auch. Nein. Ja. So, erstmal was futtern. Sieht das von hier oben auch nach was aus? Okay, das Glas setzt sich da, das Wasser setzt sich fort. Das heißt, ich brauche noch Glas. Ist klar, dann verbaue ich jetzt erstmal hier schnell die Steinziegel. Ich werde dann jetzt auch mal ein bisschen überziehen. Hier hole ich mir das Glas raus. Hole ich mir das Glas raus und schmeiß dafür. Ach Scheiße, ich habe schon wieder die Kohle oben vergessen. Und schmeiß dann dafür Cobblestone rein, wollte ich sagen. Das will ich jetzt alles noch schnell machen, bevor ich die Aufnahme beende, damit ich ja schon mal die Vorarbeit fürs nächste Mal ein bisschen abgeleistet habe. Cobblestone. Dann kann ich eigentlich hier nochmal die letzten zwei Blöcke Glas brennen lassen. So. Ne, so sollte es sein. Ah, wait, hier kommt ja eigentlich... Ah, ne, da fülle ich dann mit Cobblestone. So. Ach, nee. Das war jetzt eine richtig tolle Aktion von mir. Oh, meine Fresse. Ey, Captain Kompetent mal wieder am Start. 1, 2, zack. Und da. Okay. Jetzt sieht es fortgesetzt. Da oben schmeiße ich dann jetzt auch nochmal schnell Cobblestone rein. Dafür hole ich mir erstmal eine Schaufel. Da ist Dix. Mache ich gleich mal ein paar auf Vorrat. Dann kommt hier die hässliche Erde auch raus. Und zack. Dann haben wir hier schön Glas. Oh, wait. Da muss ich neben dran auch nochmal mit Cobblestone ersetzen. Also hier links. Damit es einheitlich ist. Habe ich hier noch Cobblestone? Nee. Aber hier. So, mal ein bisschen zügiger arbeiten jetzt. Wasser dann reinlaufen. Ah, da wurde es jetzt zu Gravel. Schade.
Wunderbar, wie es da reinfließt. So. Wunderbar. Damit haben wir hier auch schon wieder ein Stück was geschafft. So, was sind meine Stone Bricks? Na, vielleicht kriege ich das ja auch noch hin. Ich will das einfach fertig haben. Das ist so eine Sache, wir stehen hier kurz vorm Abschluss dieser Wand. Wunderbar. Dann gucke ich mir das mal an, wie es aussieht, wenn wir hier reinkommen. So, lalala. Ja, das sieht herrlich aus hier rechts. Sehr schön. Dann gucke ich mir nochmal an, wie es von hier aus aussieht. Wir kommen hier runter. Hübsch. Also gut, mit der Steinwand dort bin ich jetzt auch noch nicht so zufrieden, weil es einfach so eine generische Steinwand ist, aber es ist nicht Erde. Die Decke hier wird auch noch ausgetauscht. Gut, aber damit bedanke ich mich erstmal bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.